Siemens hat also operativ erneut überrascht. Im Schlussquartal des vergangenen Geschäftsjahres 2014-2015 steigt das Ergebnis im industriellen Geschäft um 9% auf 2,5 Milliarden Euro. Siemens hatte hier bereits im dritten Quartal positiv überrascht. Der Umsatz zieht um rund 4% an auf 21,3 Milliarden Euro, wenn man da jetzt mal die Währungseffekte rausrechnet und andere Sondereinflüsse, dann wäre der Erlös allerdings gefallen um 4%. Die Dividende wird ebenfalls angehoben bei Siemens und zwar um 20 Cent auf 3,50 Euro je Aktie. Experten hatten hier auch mit einer Dividende genau in dieser Höhe gerechnet und es ist auch die zweite Anhebung in Folge. Viele, viele Bilanzen heute, die wir jetzt einordnen wollen. Dazu begrüße ich Alexander Langhorst von GSC Research. Herr Langhorst, erstmal einen schönen guten Tag. Siemens haben wir gerade also gehört, nach dem radikalen Konzernumbau will man hier wieder wachsen. Im abgelaufenen Quartal sind Umsatz und Gewinn schon mal gestiegen. Wie schätzen Sie die Perspektiven denn von Siemens ein? Grüße Sie. Ja, die Sache sieht ja eigentlich ganz gut aus. Wir haben es ja gerade auch schon im Vorbeitrag gehört, dass es an der Börse auch gut angekommen ist. Ich denke, was insbesondere punktet, ist zum einen eben das Thema, dass der Auftragsbestand schon sehr ordentlich ist. Und was natürlich auf Aktionärseite wohl gelitten ist, ist natürlich das Thema, dass A, die Dividende um 20 Cent auf 3,50 angehoben wird und man B, aber jetzt auf Sicht der nächsten 36 Monate noch ein Aktienrückkaufprogramm angekündigt hat. Vor dem Hintergrund passt es sozusagen operativ und auch an der Börse kommt noch sozusagen zusätzliche Fantasie für den Investor aus. Wenn man es mal von der Bewertung sich anschaut, haben wir ein erwartetes KGV fürs laufende Jahr jetzt von 14,5 und die Dividendenrendite von etwa 3,8% auf Basis der Ankündigung. Und wenn man das sozusagen dann mal sozusagen den Strich drunter zieht, dann sehe ich eigentlich da so einen fairen Wert im Bereich von 100 Euro. Und dann hat man eben noch 3,5% Rendite. Und das ist ja in der heutigen Zeit eine ausgesprochen ordentliche Größenordnung. Wenn wir dann gleich weiterschauen auf RWE, da gab es ebenfalls Zahlen, tiefrot teilweise, wobei ja unterm Strich ein Gewinn steht, weil man hier einen Einmaleffekt hatte durch den Verkauf von DEA. Insgesamt die Versorger natürlich auch gestern, E.ON weiterhin sehr schwierig, operativ auf Talfahrt. Wie geht's weiter bei den Versorgern? Ja, das ist ein ganz großes Thema, dass das Umfeld läuft im Moment gegen die Versorger und natürlich auch gegen RWE. Ich denke, was bei RWE insbesondere ein bisschen zum Verschnupfen am Markt beiträgt, ist, dass man eben keine Aussage zur Dividende jetzt getroffen hat. Ansonsten gilt das Thema, was Sie gerade sagten, die Strompreise sind weiterhin niedrig. Jetzt haben wir gehört, dass mit den Stresstests und mit den Kohlekraftwerken scheint es eine gewisse Lösung zu geben. Auf der anderen Seite hat man bei RWE dann auch noch das Problem, dass es in Großbritannien auch nicht so wirklich rund läuft. Also aus Investorensicht würde ich sagen, da muss man nach wie vor nicht dabei sein, sondern sollte das abwarten, zumal ja bei RWE im Gegensatz zu E.ON auch noch nicht so ganz klar ist, wie man jetzt damit umgeht. Spaltet man auf, spaltet man nicht auf, das weiß man alles noch nicht. Ich denke mal, da sollten Anleger sich erstmal weiter zurückhalten. Vielleicht ist ja Merck spannender, schauen wir da mal drauf. Gewinn und Umsatz hat man gesteigert. Noch interessant ist natürlich jetzt der Ausblick, weil man jetzt ja die Übernahme genehmigt bekommen hat von Sigma Aldrich für 13 Milliarden. Wie schätzen Sie die Aktie ein von Merck? Ja, also ich denke mal, der Ausblick ist gut, die Perspektiven sind gut, ist ein sehr solide geführtes Unternehmen, insofern eigentlich sehr, sehr positiv. Jetzt muss man natürlich sagen, aktuelle Bewertung haben wir auch schon so ein KGV im Bereich von 19. Da sehe ich jetzt persönlich nicht so die Riesenfantasie, insbesondere weil natürlich bei so Übernahmen wissen wir auch wenn es mittel- und langfristig positive Effekte hat, ist immer davon auszugehen, dass man mal im Moment der Übernahme und kurz danach eben die Integration ansteht und da hat man dann öfter nochmal den ein oder anderen Faktor, der ein bisschen bremst. Ich würde mal sagen, wenn man drin ist, auf jeden Fall dabei bleiben, ansonsten sehe ich einen fairen Wert, so irgendwo so zwischen 95, 96 Euro, muss man jetzt noch nicht unbedingt machen, ist aber sicherlich ein Wert, den man auf der Watchlist haben sollte und insbesondere, falls es an der Börse noch mal ein bisschen unruhig werden sollte oder auch mal schwache Tage kommen und auch die Märkte unter Druck kommen, kann man da sicherlich was machen. Dann schauen wir jetzt auf die Tech-Werte. SMA Solar hat die Prognose erneut angehoben, die Aktie heute zweistellig im Plus. Hat der Konzern es tatsächlich geschafft, hier wie Phoenix aus der Asche die Wende zu vollziehen? Es sieht tatsächlich irgendwie danach aus. Man hat ja jetzt gesagt, fürs laufende Jahr erwartet man ein EBIT zwischen 10 und 30 Millionen. Die zuletzt gültige und ja auch schon mehrfach angehobene Guidance hatte von 0 bis 10 als Prognoseinhalt ausgewiesen. Also vor dem Hintergrund scheint man offensichtlich wirklich die Wende hinbekommen zu haben. Auch für 16 sieht das Unternehmen sich ganz gut aufgestellt. Ich denke mal, da scheint wirklich das Schlimmste jetzt hinter uns zu liegen. Man muss aber natürlich sagen, die
Die Freude über den erfolgreichen Turnaround, die haben wir jetzt aber auch im Kurs aus meiner Sicht schon relativ gut eingepreist. Die Aktie ist ja die letzten Monate schon sehr gut gelaufen und ich denke mal, man muss immer aufpassen, man kennt das ja, wenn dann der Turnaround kommt, dann schießen die Kurse hoch. Wenn dann aber der Turnaround da ist und wieder Ergebnisse kommen, dann rückt natürlich mehr und mehr die Fundamentalbetrachtung in den Vordergrund und dann muss man auch mal wieder mit einem KGV operieren. Und da ist SMA natürlich dann aus dem Turnaround kommen, natürlich dann jetzt schon mit einem sehr hohen KGV unterwegs. Ich denke mal, reingehen sollte man jetzt, auch wenn die Meldungen aktuell positiv waren, nicht. Wenn man drin ist, kann man da sicherlich bedenkenlos drin bleiben. Also vielleicht auch schon vieles vorweggenommen im Chart. Dann schauen wir noch in Ja, den das denke ich auch. MDAX. RTL hat auch Zahlen vorgelegt, Umsatzprognose angehoben. Das kommt an den Märkten gut an. Was sagen Sie zur Aktie? Ja, also Aktie gefällt mir auch gut. Jetzt vielleicht gar nicht mal so sehr unter dem Unterbewertungsaspekt. Kursziel sehe ich da so im Bereich 85 Euro. Was mir gut gefällt, ist die sehr hohe Dividendenrendite von über 5,5%. Und wenn man jetzt mal so einen gewissen Vergleich zieht, es gibt ja noch einen anderen Anbieter am Markt, ProSiebenSat.1. Da haben wir eine Dividendenrendite, die liegt irgendwo bei etwas über 3,5%. Also auch schon aus dem Grund, denke ich mal, ist RTL da sicherlich ein interessanter Faktor, insbesondere jetzt für den Investor, der sagt, ich lege Wert auf schöne laufende Dividendeneinnahmen. Und dann noch abschließend ein kurzer Blick auf Zalando. Da schreibt man rote Zahlen, der Umsatz aber ist kräftig gestiegen. Hat ja auch schon mal bei den letzten Zahlen gesagt, naja, wir nehmen durchaus mal in Kauf, dass der Gewinn nicht allzu üppig ausfällt, dass wir auch mal rote Zahlen schreiben. Wichtig ist für uns das Umsatzwachstum, Wachstum der Marke. Wie sehen Sie die Aktie und wie sehen Sie Zalando? Ja, also Zalando ist weiterhin sehr dynamisch unterwegs. Jetzt hat man sicherlich, hat auch bei Zalando das Wetter reingespielt. Man hatte ja auch, da war mal was in der Presse zu lesen, man hatte auch so gewisse Probleme mit Betrugsfällen gehabt. Deshalb ist nochmal der Verlust jetzt im Q3 vielleicht auch ein bisschen überzeichnet. Im Gesamtjahr war man jetzt noch tendenziell positiv unterwegs. Ich denke mal, es ist weiterhin eine Wachstumsstory, die auch sehr interessant ist. Das Unternehmen ist auch gut geführt. Unter Bewertungsaspekten finde ich jetzt aber so beim Kurs von 31, 32 Euro ist da aber auch schon sehr, sehr viel von den Dingen, die in Aussicht gestellt werden, aus meiner Sicht im Kurs eingepreist. Und deswegen sehe ich den fairen Wert in etwa auf dem aktuellen Level und würde da auch nur eine Halten-Empfehlung beimessen. So aber mal irgendwie das Umfeld rau wird und man sieht das ja auch so bei anderen Anbietern, so einer Rocket Internet oder so, wo es ja manchmal sehr starke Schwankungen gibt. Ich sag mal, eine Zalando bei vielleicht Mitte 20 Euro, da stellt sich die Sache dann anders dar, aber auf dem aktuellen Level, würde ich sagen, ist das jetzt nichts, wo man reingehen muss. Die Berichtssaison nimmt nochmal richtig Fahrt auf. Wir haben die Zahlen eingeschätzt mit Alexander Langhorst von GSC Research. Vielen Dank, Herr Langhorst. Alles klar, bitte wiederhören.